Anasya Gyananjaya Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, einer History-Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir nehmen uns immer wieder auch mal Zeit, um in der Geschichte des Vaishnavatums etwas zu forschen. Was ist eigentlich passiert? Wie sehe ich überhaupt aus hier? Entschuldigung. Und wir wollen heute nämlich über den ersten deutschen Vaishnava und auch streng genommen über den ersten österreichischen Vaishnava in der jüngeren Geschichte hören, also die jüngere Geschichte. Wir wissen nicht, ob es vielleicht vor 5000 Jahren auch schon deutsche oder österreichische Vaishnavas, aber was uns bekannt ist, wollen wir heute wieder etwas erfahren, nämlich da gibt es einiges zu entdecken und da haben wir heute auch einen besonderen Gast hier zum dritten Mal eingeladen, den blende ich euch mal ein. Das ist unsere Kalakanti Devidasi aus Flensburg. Hare Krishna, liebe Kalakanti. Wie ist das Wetter bei euch? Die Temperaturen über oder unterm Gefrierpunkt? Drumherum, ne? Drumherum, okay. Wie bei uns auch. Und ein paar Worte über Kalakanti. Warum wir sie heute eingeladen haben, ist, sie hat einen ganz interessanten Weg und auch Einstieg in das Krishna-Bewusstsein genommen. Normalerweise für 99,7% oder so, ich habe es nicht exakt ausgerechnet, haben wir alle Krishna-Bewusstsein so kennengelernt. Vielleicht hat uns jemand mal ein Buch angeboten oder wir haben Hare Krishna-Leute auf der Fußgängerzone tanzen sehen, meistens über den ISKCON-Kanal, wenn man ihn so nennen möchte, haben wir das Krishna-Bewusstsein kennengelernt. Aber es gab auch Fälle, wo ISKCON hier noch gar nicht in Deutschland angekommen ist. Also ich spreche hier vor 1969, gab es schon Linien, wo das Krishna-Bewusstsein hier Einzug erhalten hat. Über die weiß man eigentlich nicht viel. Aber wir haben jetzt erfahren, dass es eigentlich schon einen ersten, sogenannten ersten Vaishnava gegeben hat, nämlich einen sogenannten Ernst Georg Schulze, auch bekannt als Swami Sadananda Das, der darüber hinaus sogar vom selben spirituellen Meister eingeweiht wurde, wie unser Founder Acharya de ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nämlich der Paramguru, wie wir ihn nennen, unser Großvater-Guru mittlerweile, ist His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Wir blenden auch gerne so nachträglich mal hier ein Foto von ihm ein. Und ja, dieser Ernst Georg Schulze wurde im Jahre 1934 schon eingeweiht. Das war selbst mir vor einigen Monaten noch gar nicht richtig bewusst. Und nicht nur das, es gibt sogar einen Nachlass von seinen Werken und es gibt sogar echte lebendige Personen und einen haben wir heute zu Gast, die aus dieser Linie, aus dieser Tradition stammen. Interessant, dein Nachname heißt Stamm, sehe ich gerade. Und zwar Kalakanti, ich stelle dich mal ganz kurz vor, also Kalakanti, in den vorangegangenen zwei Folgen, da könnt ihr auch erfahren, wie sie überhaupt von dem ganzen Krishna-Bewusstsein Wind bekommen hat. Drückt einfach hier auf das I, dann kommt ihr zu der Playlist. Kalakanti kommt aus Flensburg, sie ist Lehrerin, sie bringt besonders Migranten Deutsch zum Beispiel bei. Stimmt das? Nee, Studenten. Studenten. Okay. Und
sie, ja, sie ist sozusagen eine Enkelschülerin, kann man sagen. Da werden wir vielleicht heute noch ein bisschen was drüber erfahren. Sie hat sogar eine Einweihung bekommen. Interessanterweise für viele, sie hat sogar einen weiblichen Guru. Das wäre auch noch mal interessant, darüber zu erfahren. Sie arbeitet an einem Buch über das Leben von Sadananda Daswami. Darüber werden wir heute auch erfahren. Und sie hat ein ganzes Archiv bei sich über den Nachlass von Swami Sadananda Das, der ein sehr gelehrter Mensch auch war, der viele Sprachen beherrschte und der auch Srila Prabhupada persönlich kennengelernt hat. Und ich habe gedacht, Kalakanti, bevor ich dir und auch deiner Präsentation sozusagen hier ein bisschen das Feld überlasse, wollte ich am Anfang nochmal einen tollen Brief vorlesen, den Srila Prabhupada geschrieben hat an, jetzt muss ich kurz mal schauen, an einen seiner Schüler, einmal über Deutschland, auch für uns vielleicht interessant, über Deutsche, aber es wird hier eben auch einmal der Sadananda Swami erwähnt und auch der Vamana Das. Und ich lese es euch mal kurz vor. Einen Moment. Also, Srila Prabhupada schreibt im Jahre 1968 an Shivananda Das, einen Schüler, einen Brief, der in San Francisco geschrieben wurde und nach Hamburg vermutlich ging. Oder er war gerade in Deutschland angekommen, Shivananda, um Krishna-Bewusstsein in Deutschland zu verbreiten mit ein, zwei anderen Devotis. Und da schreibt Srila Prabhupada, der Berliner Tempel wird eines der wichtigsten Zentren in Europa sein. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft viele Deutsche, die zu den sehr intelligenten Persönlichkeiten in den europäischen Ländern gehören, ausbilden können. Du weißt, dass ich bereits einen deutschen Gottbruder habe. Und er hat einen anderen Deutschen, eigentlich ist er Österreicher gewesen, aber das wusste Srila Prabhupada wahrscheinlich nicht, er hat einen anderen deutschen Gelehrten beeinflusst, nämlich Vamana Das, der ein sehr schönes Buch über Lord Chaitanya auf Deutsch geschrieben hat. Dieses Buch übrigens kann man auf Kalakantis Website sadananda.com kann man sich das kostenlos als PDF runterladen in Deutsch. Es wurde ursprünglich auf Deutsch geschrieben. Es ist keine Übersetzung. Es ist gleich direkt ins Deutsche. Das ist auch einzigartig. In diesem großartigen Land, also Srila Prabhupada spricht wieder von Deutschland, ist auch mal schmeichelhaft. In diesem großartigen Land interessieren sich die Menschen sehr für Indiens ursprüngliches spirituelles und kulturelles Leben. Und Krishna-Bewusstsein ist die vollkommenste Präsentation eines solchen kulturellen Verständnisses in Indien. Lord Chaitanya ist das Symbol der ursprünglichen Kultur Indiens und der perfekte Gelehrte für die Darlegung der philosophischen Gedanken Indiens, basierend auf dem vedischen Wissen. Ich hoffe, unsere Bücher, Bhagavad Gita, wie sie ist, die Lehren von Lord Chaitanya und das Srimad Bhagavatam werden in naher Zukunft in die deutsche Sprache übersetzt und an die edle Nation, ich zitiere wortwörtlich, an die edle Nation Deutschlands verteilt. Also Srila Prabhupada hielt einiges von Deutschland, ist auch mal wohltuend und es inspiriert mich, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren und auch an unsere Landsleute und also an alle, die hier in Deutschland leben, weiterzugeben. Ja, Kalakanti, du hast also dieses Archiv, diesen Nachlass und wolltest uns heute insbesondere ein bisschen was über die Zeitphase berichten, die wohl als die dramatischste Zeitphase wohl zu betrachten ist, nämlich Sadananda
Das, Swami Sadananda Das, wurde in ein Internierungslager gefangen genommen. Gleichzeitig auch dieser Walter Eitlitz, von dem Srila Prabhupada auch spricht, dieser Poet aus Österreich, der auch als Swaman Das bekannt ist, sie wurden zufällig, sie kannten sich vorher noch nicht, in dasselbe Internierungslager gesteckt. Darüber wollen wir heute vorwiegend was erfahren. Was hat sich da genau zugetragen? Um nochmal hier einen letzten Einwurf zu geben, das wird auch in diesem Buch hier festgehalten. In zwei verschiedenen... Genau, das ist die Originalausgabe, genau. Okay. Also das Buch heißt Bhakta, eine indische Odyssee. Kalakanti, ich blende mich ganz kurz mal groß ein, damit man das Buch hier sieht. In diesem Buch beschreibt Walter Eitlitz, hier sieht man auch seinen Namen, genau, was sich in dieser Zeit zugetragen hat. Es ist ein sehr spannendes Buch, toll geschrieben, auch also historisch. Und ja, Kalakanti, was hast du uns zu erzählen? Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, auch wieder hier sein zu dürfen und erzählen zu dürfen. Und wie Paramshriya auch am Anfang gesagt hat, ohne Stress, ja, also was nicht reinpasst, passt auch in ein nächstes Mal. Also jetzt gehen wir jetzt ganz entspannt wieder auf die Reise in die Vergangenheit. Und genau, damit wir nicht mehr so hin und her springen müssen, mal schnell auf Facebook ein paar Bilder zeigen, dachte ich, okay, bastel ich mal eine PowerPoint-Präsentation. Da habe ich jetzt alles reingepackt, was ich so habe. Deshalb werde ich dann ab und zu springen müssen. Also wenn ich dann sage, Augen zumachen, dann muss ich ein paar Folien weitermachen, damit ihr nicht besoffen werdet. Und dann machen wir an der entsprechenden Stelle weiter, wo wir dann letztes Mal aufgehört haben. So, ich werde das jetzt einmal mit euch teilen. So, Bildschirm. Ach, übrigens, und wenn ihr wichtige Fragen habt, Kalakanti, lass uns schauen, dass wir uns 10 Minuten reservieren am Schluss. Und wie gesagt, alles Weitere können wir dann später auch noch in einer späteren Folge besprechen. Alles klar. Also, wir fangen mal an mit einem ganz kleinen Rückblick für die Orientierung und dann springen wir ins Internierungslager. Genau, hier haben wir nochmal also die Lebensdaten von Swami Sadananda Dasa 1908 bis 1977. Und den Teil 1 haben wir uns bei der ersten Sitzung angeschaut. Da haben wir über Kindheit und Jugend gesprochen, Studium und Buddhismus, die Begegnung mit Swami Bonn in Berlin, dann in London, dann die Zeit, die er auch im Kloster in London verbracht hat und schließlich seine Einweihung und Überfahrt nach Indien. Und ich habe jetzt noch ein Gebet mit eingebaut, das ihm sehr lieb war. Aus dem Krishna Kanamritam sind das ein paar Verse, die für mich irgendwie auch sehr schön, wie in einer Nussschale, seinen eigenen Blick auf sein Leben darstellen. Und deshalb möchte ich mit diesem Gebet jetzt anfangen. Also Krishna Kanamritam 104. Ich lese einmal das Sanskrit und dann das Deutsche. Remadam Chame, Kamadam Chame, Vedanam Chame, Vaibhavam Chame, Jivanam Chame, Jivitam Chame, Daivatam Chame, Deva Naparam. Ich, O Shri Krishna, den mir Liebe Gebenden und mir Wunscherfüllung Gebenden und mir Fühlen Erkenntnis Gebenden und mir Kraft Gebenden und mir Leben Gebenden und mir Nahrung Gebenden und mir Licht Gebenden, o Gott, suche ich nichts anderes. Einzig dir diene ich. Und wir hatten, wie gesagt, beim vorletzten Mal über Studium, Kindheit, Jugend gesprochen. Und da fand ich eben sehr schön dieses Vedanam Chame, also du bist meine Erkenntnis und meine Einsicht, denn dank deiner Gnade und Kraft vermag ich nichts zu erkennen, was von dir
losgelöst wäre, schreibt er in seinem Kommentar dazu. Und wir hatten ja auch schon gesehen, dass er gesagt hat, ich habe nicht studiert, um irgendwelches weltliches Wissen zu haben, sondern ich war immer auf der Suche nach Gott und einer Beziehung zu Gott. Und da sieht man, dass diese Bhakti-Kraft, die eben ja auch Wissen gibt, eben nicht das Wissen von Sachen gibt, sondern davon, alles in Beziehung zu Gott zu sehen. So, jetzt springen wir direkt mal in den zweiten Teil. Dafür gehe ich jetzt einmal hier raus und muss dann einmal scrollen. So. Also, machen wir das doch ruhig so. Einmal, um so auch den Übergang klar zu bekommen. Also wir gucken jetzt einmal auf den Anfang vom letzten Treffen, das wir hatten. Also er war ja noch in England, in der Gaudiya-Mission von Bon Maharaj, und er hat auch diesen Baron von Köth getroffen, diesen bayerischen Baron. Und es ist ganz spannend, eben Bon Maharaj war ja von seinem Guru Bhaktisiddhanta Saraswati nach Europa geschickt worden, und er schreibt zurück an ihn, und das ist abgedruckt in dem Magazin The Harmonist. Er sagt also den gewöhnlichen Menschen in England, sagt er, der ist nicht besonders an Philosophie interessiert, und ich denke nicht, dass ich irgendeinen Konvertit gemacht habe, als ich dort war, also in England. Aber die Deutschen sind interessiert. Zwei Deutsche, ein Baron von Bavaria aus Bayern und ein Student aus Leipzig, sind bereits in Indien und studieren ja unsere Lebensart. Das schreibt er 1935, nachdem die beiden eben schon angekommen waren in Indien. Und dann sehen wir jetzt auch die Verwandlung. So sah das aus, als sie dann eben von Bombay aus in Kalkutta ankam, das große Empfangskomitee. Und da sieht man auch das Fazit von Bhaktisiddhanta, das, was er an Swami Bond schreibt. Und er sagt, ja, also by delivering Hari Katha to many people, also indem man über die Berichte von Hari, von Gott, zu vielen Menschen spricht, vielleicht wird es ein oder zwei gute Leute geben, die sich für das Thema der Bhakti interessieren werden. Das ist meine Erwartungshaltung. Also er hat 1 bis 2 Leute erwartet von 2 Jahren Mission in Europa und England. Wow. Und er hatte recht. Ja, er hatte genau recht. 1 bis 2. Der zweite Baron von Köth musste nach einem Jahr wieder zurück nach Deutschland aus gesundheitlichen Gründen. Und einer ist dann tatsächlich sozusagen übrig geblieben. Genau. Und da sehen wir unten auch nochmal die Zeitungsüberschrift vom Montag, dem 9. September 35. Back from Europe with 2 German devotees. Tridandi Swami B. H. Bon. Crowded meeting at Gaudiya Mart for reception. Also es wurde auch sehr groß damals in den Medien in Indien wahrgenommen. Er wurde auch reichlich mit Girlanden umkränzt. Ja. Genau, das sieht man, also rechts daneben ist Bon Maharaj, der hat natürlich noch eine Menge mehr gelandet. Aber wie gesagt, ja, so sah das dann aus. So, und letztes Mal waren wir eben im zweiten Teil, 1935 bis 1946, also die Zeit Ankunft in Indien bis zur Internierung. Und jetzt habe ich eben auch das einmal grau unterlegt. Also da sind wir jetzt, Internierung und Begegnung mit Vamandas. Das ist der spirituelle Name von Walter Eitlitz im Internierungslager. So, dann müssen wir nochmal da hinspringen. Und dann geht es auch gleich los. So. Okay. So, hier ist jetzt einmal so, er war in 3 Lagern. Das ging los in der Nähe von Bombay, erstmal nach Ahmednagar, dann Deolali und schlussendlich oben im Himalaya, ganz im Norden, ging es nach Dehradun. Diese schöne Karte habe ich auf einer Seite von christlichen Missionaren gefunden, die auch sehr gut ihre Internierung während des Weltkriegs dokumentiert haben. Und hier sieht man eben auch, wo die Lager so lagen. Also die beiden in der Nähe von Bombay und dann ganz oben
in der Nähe vom Himalaya, dann Dehradun. So. Und das ist eine Zeichnung des Lagers, die ein Herr Ernst Messerschmidt, der mit interniert war, 1943 angefertigt hat. Da haben wir jetzt so ein bisschen, der hat das ein bisschen ironisch gemacht. Ja, außerhalb ist Terra Barbarica und der Fußballplatz ist Campus Teutonicus. Ja? Und dieser Fußballplatz spielt aber auch in dem Buch von Walter Eitels von Bagda auch immer eine Rolle, weil die da rumlärmen und Fußball spielen, während er mit Sadananda ganz in der Nähe in der Abstellkammer oder in der Spülküche sitzt und versucht, sich auf die Shastras zu konzentrieren, was Sadananda ohne Mühe gelingt, aber womit Vamanas doch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also, aber jetzt Lakanti, ganz kurz, was sind Shastras? Heilige Schriften, ja, okay, heilige gut. Schriften. Das ist ganz interessant, das kommt von Shas und to chaste, chastise im Englischen, da sieht man die Verbindung zwischen Sanskrit und den germanischen Sprachen. Und das sind eben Schriften, die den Geist des Menschen züchtigen, also ihm helfen, aus den Bahnen, aus den eingefahrenen Genuss, ich will genießen Bahnen, rauszukicken und dazu zu bringen, sich dem Dienen Gottes zuzuwenden. Daher kommt dieser Begriff. So, also jetzt haben wir erstmal sozusagen einen Überblick, wie das da aussah, dieses schöne Lager. Und das waren auch... das ist fast idyllisch, ne? Ja, sozusagen fast idyllisch, genau. Und die sagten auch immer, diese Häuser waren auch so mit sowas mit Red gedacht. Und dann haben die Insassen dann auch im Spaß gesagt, das sind unsere Friesenhäuser, ja, in denen wir wohnen. Aber also wenn der Stacheldraht nicht da wäre, hätte ich gesagt, boah, da könnte ich mal eine Woche Urlaub machen mit den Bergen und dem Fluss. Du hättest wahrscheinlich total gelitten, was die Diät angeht, denn es war überhaupt nicht vorgesehen, dass es dort irgendwelche Vegetarier gibt, sondern es gab Corned Beef in Dosen und auch alles mögliche andere in Dosen. Es waren ungefähr 2000 Deutsche, die dort, also nur Männer, es gab also getrennte Frauenlager und Männerlager und hier waren also 2000 Männer für 6 Jahre eingepfercht und sie können sich oder ihr könnt euch vorstellen, dass das auch Konflikte gab. Genau. Und es waren eben, das berichtet Vamanas in seinem Buch Bagda eben auch, es war dort alles vertreten von über die christlichen Missionare, die auch die italienischen, dann gab es da die Jesuiten und dann gab es da, also wie gesagt, Österreicher, Italiener, Deutsche, Italiener wahrscheinlich dann nicht. Doch, da war auch ein Italiener. Doch, also die waren doch alle in einem Lager, aber hauptsächlich Deutsche eben. Weil und die eben waren ja verbündet, ne? Die ja, Italiener genau, weil waren. Weil das ja Alliierte waren im Krieg und genau. Und die Briten haben die also als feindliche Ausländer angesehen und alle feindlichen Ausländer wurden während des Zweiten Weltkriegs interniert, auch in Indien. Und Kalakanti, ja, ohne ja. Rücksicht, dass da welche bei waren wie Swami Sadananda, der sich 100% dem Vaishnavatum zugewendet hat. Ja. Und ironischerweise, das hatte ich letztes Mal ja auch betont, der Walter Eitlitz war ja jüdischer Herkunft, richtig. Haben ja. sie überhaupt keine Rücksicht genommen. Ja, also es gab tatsächlich so ein Komitee, das man anrufen konnte und mit der Bitte, um da irgendwie rauszukommen, aber es hat eigentlich niemand rausgeschafft. Also es haben ganz viele Anträge gestellt, aber es hat sowohl den Missionaren nichts genützt, als auch den jüdischen Menschen, die dann in diesem Lager waren und mit den Nazis zusammen da eingepfercht waren. Also es war so, dass die Engländer ihre Aufgabe darin sahen, die Leute nicht rauszulassen, aber die Verwaltung haben sie dann den Deutschen übergeben und hat gesagt, organisiert euch mal selbst. Und der Lagerkommandant, der Deutsche, war gleichzeitig der Nazi-Chef für ganz Indien von IG Farben, der dann tatsächlich unter seiner Herrschaft stand, dann dieses Camp. Es gab dann zwar so kleine Departments darunter, so eins, wo sich dann nur die ganzen Christen befanden und die Buddhisten und so weiter. Die bildeten dann so kleine Grüppchen, wo sie dann auch so versuchten, so ihre eigenen Ideale zu leben. Aber es dräute doch immer auch diese Macht der Nazis auch im Camp.
Und jeder hatte das so im Hinterkopf, ja, wenn die Nazis den Krieg gewinnen und ich mache hier was falsch, dann bin ich dran, oder aber die Nachrichten gehen nach draußen und meine Familie ist dran. Also es war durchaus bedrückend für die, die nicht Nazis waren. So. Also IG Farben, vielleicht, ich habe auch ein bisschen im Geschichtsunterricht, da wird berichtet, dass die das Gas hergestellt haben, mit dem in den KZs die Leute da vergast wurden. Ja, also er war der Chef von dieser Firma, oder? Ja, genau, und gleichzeitig der Oberbeauftragte für Indien. Na, das gab es auch, ja. Herzlichen Glückwunsch. Genau, da fühlt man sich doch richtig wohl. Ja, ja, und in diesem Lager, also oben sehen wir auch nochmal ein Originalbild vom Fußballplatz. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Buch, also Bhakta, eine indische Odyssee. Und dort beschreibt Walter Altlitz, wie er eben Sadananda das erste Mal sah. So, und dann gleich mit einer Unterweisung an, wann man das begann. Also, und er sagte dann, also so wie es die Natur des Feuers ist, dass es brennt, so ist es die Natur des Atma, dass er liebt, erkennend und dienend Gott liebt, sagte Sadananda. Er war hochgewachsen, schlank, sein Kopf kahl rasiert. Er trug das Gewand eines indischen Mönches, obwohl er ein Europäer war. So, und das Foto ist ungefähr aus der Zeit. Also ich meine, es ist kurz nach der Entlassung aus dem Lager. Genau. Und dann noch auch eine Unterweisung, die Sadananda auch an ihn gab und das, was man auch nachlesen kann in dem Bhakta-Buch. Und zwar Sadananda sagte zu Altlitz, zu Vamandas, Anatha Bandhu wird Krishna auch genannt, der Freund der Herrenlosen. Also Nata ist der Herr, Anatha ist der Herrenlose und Bandhu ist der Freund. Also Anatha Bandhu wird Krishna auch genannt, der Freund der Herrenlosen, der Freund derer, die nichts mehr haben als ihre Armut und ihre Sehnsucht nach ihm. Glauben Sie mir, Krishna freut sich mehr über einen, der trotz tausend Hindernissen im Getümmel und der Unreinheiten dieser Baracken hier hinter Stacheldraht sich sehnt, ihn zu lieben und ihm zu dienen, als über einen, der gesichert und geborgen im stillen, reinen Wald oder in einem Zimmer hinter Polstertüren meditiert. Da hat er ihn also ermutigt, trotz dieser ganz, ganz widrigen Umstände und für Walter Eitlitz als jüdischen Menschen auch bedrohlichen Umständen, seinen inneren Fokus auf das Dienen Krishnas zu behalten und sich nicht abbringen zu lassen. Und dass Krishna besonders in so einer Situation noch besonders nahe ist und ein guter Freund ist. So, hier haben wir jetzt mal ein Gruppenfoto von 1941 vom Internierungslager. Und ich habe nach langem Suchen sogar Walter Eitlitz gefunden, also Vamandas mit einem Pfeil versehen. Wie lange hast du gebraucht? Naja, ich finde, er ist doch ziemlich klar zu erkennen. Also. Aber man muss ja schon die ganzen Gesichter einmal durchgehen, ne? Ja, genau. Das, und Sadananda habe ich nicht gefunden und ich vermute, er war mal wieder im Krankenhaus. Also er hat den größten Teil der Zeit damals ja auch im Krankenhaus verbracht. Mhm. Ja, ich hatte ja das letzte Mal schon erwähnt, er war sozusagen in Dhyana, in Versenkung in Bhakti Samadhi saß er da ganz vertieft und meditierte eben über was man dann so macht. Und dann hat eben ein Sergeant gemeint, er müsste diesen komischen Deutschen, der so tut, als wäre er ein Hindu, einen Tritt in den Magen oder in den Bauch verpassen und ihn aufscheuchen. Und das hat ihm dann eine Knickung des Mastdarms beschert, die viermal hintereinander, drei oder viermal hintereinander operiert werden musste. Und
Dann hatten sie wohl, das waren eben auch deutsche Ärzte, die ihm nicht wohlgesonnen waren und aus irgendeinem Grund einen nicht sterilen Faden benutzten, um ihn wieder zuzunähen. Und das hat ihn den Rest des Lebens dann eine Staphylokokken-Infektion gebracht, die nicht zu heilen war, also, und die ihn immer wieder niedergeworfen hat. Ja, genau. Und wie gesagt, deshalb meistens war im Krankenhaus, weil es kam dann, wie gesagt, eine Operation nach der nächsten. Ja, genau. Und aber wie gesagt, deshalb ist er nicht auf dem Foto, aber man sieht ganz schön, ne? Man sieht diese Reetdachhäuser und im Hintergrund auch schon das Gebirge. Also so sah es dort aus. Und letztes Mal haben wir auch schon darüber gesprochen, dass kurioserweise im selben Lager, also wenn man jetzt richtig guckt, müsste man auch Heinz Harrer finden. Der war 1941 jedenfalls noch da. Ich glaube, der ist 1943 ausgebrochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. 43, 44, das war dieser deutsche Bergsteiger, der sich dann nach Tibet durchgeschlagen hat und den Dalai Lama dort kennengelernt hat. Und das wurde ja auch verfilmt in dem Film 7 Jahre Tibet mit Brad Pitt. Mhm. Und das spielte also genau in diesem Lager. Ja, so, jetzt wissen wir, wo wir sind. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar kleine Unterweisungen mit euch teilen, die Sadananda Walter Eitlitz gegeben hat. Und hier mal was Besonderes, auch aus einem Tagebuch von Walter Eitlitz. Die befinden sich ja auch hier im Archiv. Und er hat ganz oft so Mini-Dialoge aufgeschrieben. Und die finde ich besonders schön, eben wie, weil sie so einen Einblick so lebendig sind. Also Sadananda, wenn Sie den Boden fegen für Krishna, ist das auch Singen des Namens? Ich frage, ist es auch Boga, also Genuss, das Bhagavata-Lesen, das Glücksgefühl, das ich empfinde, wenn ein Schleier weggezogen wird? Sadananda, ja, denn das Glücksgefühl hindert am klaren Erfassen des Textes. Ja? Und so sieht man, wie er versucht, ihn immer wieder so auf Kurs zu bringen. Ja? Bhakti ist Dienen. Und Bhakti das Dienen ist und ich vor lauter Glück und Ekstase gar nicht mehr weiterlesen kann, für den Bhakta ist das etwas, was er als Hindernis empfindet und bittet, dass das wieder weggeht, weil er da ja vom Dienen abgelenkt wird. Und eben auch das mit dem Bodenfegen, ist es eben nicht das, was man macht, sondern wie man es macht, also mit welcher Haltung. Und dann wird alles, was man tut, zur Seva. Mhm. So, zum Dienen. Dann wieder aus dem Tagebuch. Ich, also Walter Eitlitz, warum quält man sie im Lager? Er, Sadananda, um das Letzte an Seva, an Dienen herauszuholen. Yoga-Maya, die sich als Vikarshana-Shakti, als Mahamaya gebärdet. Also was heißt das? Gott hat eine Kraft, das ist seine Shakti. Und je nachdem, wie man sich Gott zuwendet, hat sie zwei Wirkweisen. Wenn man sich Gott zuwendet mit dem Wunsch, ihm zu dienen, dann erscheint sie als Yoga-Maya, die das Dienen ermöglicht, die das innere Spiel Gottes auch gestaltet und alles sozusagen bewegt, was mit Gott durch Dienen verbunden ist. Und die tut jetzt so, als ob sie ihre böse Schwester wäre, sozusagen die andere Wirkweise. Denn wenn man sich Gott oder der Welt zuwendet mit dem Wunsch, sich selbst dienen zu wollen und nicht Gott, dann bewirkt sie eben, dass man von Gott weggestoßen wird, die Vikarshana Shakti, und dass man mit Unwissenheit über sein wahres Selbst bedeckt wird. Und dann nennt man sie Mahamaya. Und er sagt also, die Yoga-Maya, die eigentlich nur über mich Macht hat, weil ich ja ein Diener, ein Bhakta bin, die tut jetzt so, als ob sie Mahamaya wäre und macht so viele Hindernisse hier, aber das bewirkt bei mir nur, dass ich nur noch mehr dienen möchte. Und ja, man quält sie im Lager, also man hat ihn eben
auch gerade von dieser Nazi-Seite her als Vaterlandsverräter beschimpft, ja, als Renegat, als einer, der sein Deutschtum verleugnet hat. Und ein ganz böses Wort, was Walter Eidlitz im Buch auch zitiert, es sei verniggert, ja, also ganz, ganz, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, was da für eine Stimmung im Lager war. Und alleine eben, ja, so, schon so gekleidet zu sein, war also ein Grund, ständig der Fokus von Beschimpfungen zu sein. So. Und dann hatte ich ja schon erzählt, dass er durch diesen unglücklichen Zwischenfall, diese schwere, ja, Misshandlung. Misshandlung, diese Darmknickung dann hatte und mehrmals operiert wurde. Und da berichtet eben Walter Eidlitz auch in dem Buch Bagda sehr schön, ja, wie ein Bagda in so einer Situation damit umgeht. Er schreibt: Jedes Mal gab er sich völlig in die Hände Gottes. Während die Betäubungsmittel nach der Narkose noch wirkten, sang er einmal stundenlang Krishna, 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 bis er erwachte. Der Operationspfleger, einer unserer Kameraden, kam nachher zu ihm und fragte ihn erstaunt: Warum haben Sie denn immer Krishna, Krishna, Krishna gerufen? Sadananda war tief beschämt, dass er sein Herz nicht hatte besser behüten können. Und da sehen wir eben, dass der Name eine eigene Person ist, ja, also eine eigene Initiative hat. Wenn der Name im Herzen durch die Initiation hineingegeben wurde und dann genährt durch dienen wollen aufblüht, dann ist es der Name, der in einem vibriert und die Zunge zum Sprechen bringt. Und es ist nichts, was man macht, sondern der Name macht und wir sagen nur ja. Und das ist dann Dienen des Namens. Und ganz wichtig, also er hat dann, weil er im Lager war, Briefe an Vamandas geschrieben, weil Vamandas durfte, man durfte eigentlich nicht ins kleine Krankenhausbesuche machen, nur wenn man selber krank war, konnte man da rein. Und deshalb schreibt also Sadananda an Vamandas 1944, also as a matter of fact, also als ist eine Tatsache, es gibt keine Opposition zu Krishna und denen, die ihm dienen wollen, sondern die Gegner werden von ihm, von Krishna gesandt, um uns die Möglichkeit geben, ihm zu dienen, durch den Widerstand, was wir ja eben auch schon gelesen hatten. Nach außen mag es so erscheinen, dass ich wieder zu einem Kastenlosen degradiert wurde, aber die ganze Verneinung, dass man mir verneint, dass ich den Kult ausüben kann, also dass ich meinem Giridhari dienen darf, ne, das, und Essen, dass ich vegetarisches Essen bekommen kann, also dass man mir das alles verneint, das kann das Feuer vom göttlichen Prema in meinem Herzen nicht auslöschen, es wächst sogar. Ja, outwardly I might be degraded to an outcast, but all the denial of cult and food cannot put out the fire of divine prema in my heart. It is rather increasing. Und Alakanti, er hat manchmal in Englisch und manchmal in Deutsch mit dem Vamandas korrespondiert. Genau, das ist einfach so, wenn man, weiß nicht, wer schon mal lange im Ausland war, irgendwann gehen die Sprachen kreuz und quer. Ja. Ja, dann spricht man mal so, man so und sagt, habe ich gerade Englisch geredet oder war das Deutsch? Keine Ahnung, ja. Okay. Also, ja, genau. Aber wie gesagt, dies jetzt nochmal wichtig eben, Bhakti ist sozusagen, die erste Wirkweise der Bhakti ist, dass sie Sambandha Jnana gibt, also dass sie offenbart, wer ist Gott, wer bin ich und wie ist unsere Beziehung. Und wenn Bhakti erblüht zu Prema, Prema ist dann eben, dass es spontan die Anziehung da wird, Gott zu seiner Freude allein zu dienen und nichts für sich zu wollen. Und dass dieses Dienen also aus einem inneren starken Bedürfnis ausbricht als Ausdruck der Liebe. So, und das ist Prema und das ist eben eine ganz, ganz hohe Stufe der Bhakti. So, genau. Ja,
Und dann war es eben so, wir sind immer noch im Krankenhaus, war es dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwann so, dass er sagte, also wenn ich weiter unter der Behandlung der deutschen Ärzte bin, dann will ich gar keine Behandlung mehr. Und hat dann aufgehört zu essen und zu trinken. Und alle, es ist, war man das schreibt dann im Bagdad-Buch, ein Raunen ging durch das ganze Lager. Der Swami hatte zu Tode zu fasten begonnen. So, und genau. Und in der Situation, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wie. Es gab verschiedene Tricks, mit denen war man das eben, es schaffte, in dieses Spital zu kommen. Und ein Trick war mal, dass er sich was Scharfes in die Augen gerieben hat. Die tränten ganz fürchterlich. Und dann musste er natürlich ins Krankenhaus, um das behandeln zu lassen. Und so gelangte er dann eben auch ans Krankenbett und von Sadananda und fragt ihn da dann, während Sadananda im Hungerstreik ist, Swamiji, wollen Sie nicht doch noch eine Weile leben? Er lächelte und scherzte. Ja, als ich Sie heute an meinem Fenster vorbeigehen sah, da habe ich mich entschlossen, es noch für eine Zeit lang auf der Erde zu versuchen, damit der Unterricht nicht aufhört, bevor Sie sich allein weiterhelfen können. Wow. Und da hat er also fürs Vamandas beschlossen, weiter hier zu dienen. Ja, und da sieht man eben auch die tiefe innere Verbundenheit zwischen Lehrer und Schüler. Mhm. Und am Ende, Schätzchen, was wir hier sehen, ist also ganz links mit der runden Brille Sadananda, in der Mitte Swami Bon und ganz rechts Walter Eidlitz. Und dieses Bild entstand 1946, nachdem auch Walter Eidlitz endlich aus dem Lager entlassen worden war. Sadananda war schon 1945 entlassen worden und war direkt nach Vrindavan zu Swami Bon gegangen. Und als dann 1946 auch endlich Vamandas herauskam, sind Swami Bon und Sadananda von Vrindavan schnell nach Bombay gefahren, um sozusagen noch Walter Eidlitz die Einweihung und den heiligen Namen mit auf den Weg zu geben. Und man sieht auch den schönen Tilak, den alle drei tragen. Und auch Walter Eidlitz, der ist da frisch eingeweiht von Swami Bon. Und dann wurde er sozusagen von Bombay aus, schiffte er sich dann ein, der Walter Eidlitz, zu seiner Familie nach Schweden, wohin die emigriert waren. Und dann gibt ihm jetzt sein Guru Sadananda noch eine Unterweisung mit auf den Weg. Und er sagt, also es ist ein weiter Weg, Vamandas, den Sie zu wandern beginnen. Aber lassen Sie es sich nicht verdrießen. Wie oft hat mein Guru darüber geklagt, dass er keinen Menschen auf der Erde gefunden hat, der bereit war, seine ganze Kraft und Hingabe der Erforschung und Übersetzung und Erklärung des Bhagavatam zu widmen. Ich habe es begonnen, seit Jahren arbeite ich daran, aber meine Kraft reicht nicht aus. Wollen Sie mir helfen? Und dann sagt er, wieder auf Englisch jetzt, also ich bin fest überzeugt, dass eine Zeit kommen wird, wenn wir beide in der Lage sein werden, ein ganz wunderbares, schönes Buch über den Herrn der Bhakti, der Prema Bhakti zusammen zu schreiben. Und Darshan, also ein Anblick der Lila Bhumi, also der Spielorte Gottes auf der Erde zu haben. Aber Sie können sich sicher sein, dass alles in den Büchern schöner ist und dass die Vorstellungen schöner sind als die Realität, schreibt er schon 1946 und weist damit darauf hin, zum einen auf das erste, das Buch über Chaitanya, das die beiden dann tatsächlich schreiben sollten, was 1968 dann publiziert wurde, was Param Shriya am Anfang schon sagte, was auf der Website runterzuladen ist. Und tatsächlich waren sie auch zusammen 1950/51 ist dann Walter Eidlitz nochmal nach Indien gefahren und Sadananda hat ihm die Lila-Orte von Chaitanya und von Krishna gezeigt. Kalakanti.
Ja. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Und ich glaube, wir sind auch genau richtig angekommen an der richtigen Stelle. Wow. Genau, wir haben noch eine Folie, die zeige ich noch. Ja, ja, gerne. Und er sagte dann eben zu ihm, ja, also tragen Sie den Schatz, den Sie empfangen haben, ins Abendland hinüber. Und das ist etwa an dieser Stelle würde ich dann eben auch schließen und sagen, was man jetzt noch aussteht, wäre dann 1946 bis 1977, also Vamanas Besuch in Indien, dann wie Sadananda in Kalkutta gelebt hat, habe ich sogar noch einen Zeitungsartikel gefunden aus Schweden, wo man sieht, wie es da aussah. Indien in den 50ern, wo Sadananda darüber schreibt, wie alles sich dem Kommunismus und dem Materialismus zuwendet. Dann über die Korrekturen zu Walter Eitlitz, die indische Gottesliebe und dann das Verhältnis zwischen Sadananda und Walter Eitlitz, nochmal ganz wichtig. Und abschließend Schweden und Schweiz, ein paar Fotos auch aus der damaligen Zeit, auch von meiner Guru-Devi oder unserer Guru-Devi in unserer Linie, von der Param Shriya ja auch schon sprach, also von der ich eingeweiht wurde. Und dann die sogenannte Bhakti-Werkstatt damals und heute, also da, wo gedient wird. Mhm. Und wo den Shastras, dem Nachlass von Sadananda gedient wird. Ja, das wäre es von meiner Seite für heute. Und jetzt gerne Fragen. Und ich sehe schon, da gibt es auch schon Fragen im Chat. Soll ich direkt darauf eingehen, Param Shriya, oder möchtest du erstmal? Vielleicht, ich habe eben die Martina und ich glaube Heiko. Heiko, du hattest, glaube ich, die erste Frage. Moment, ich gehe hier mal kurz auf meine Spezialansicht. Heiko, wenn du noch da bist, sehe ich dich überhaupt noch? Ja, da sehe ich ihn. Heiko, deine Frage, die kannst du ja mal direkt stellen ins Mikrofon. Ja, Hare Krishna, danke, dass ich reden darf. Gab es denn in den Lagern Bildgestalten oder Deities und konnten die ihre Spiritualität da ausleben oder mussten sie das irgendwie im Geheimen machen und konnten sie Putschaft machen und so? Also es gab weder Tulsi-Blätter, Sadananda hatte oder es gibt es immer noch einen Giridhari-Ji, einen kleinen Govardhan-Stein, ja, den er, also Krishna, den er verehrt hat, aber er sagte eben auch, man braucht gewisse äußere Umstände, um Krishna zu verehren, also eine gewisse Reinheit des Ortes auch. Und eben, man braucht ja eigentlich für Giridhari auch nur Wasser und Tulsi, aber Tulsi gab es da nicht. Also er hätte ihm wahrscheinlich Wasser darbringen können. Aber ja, wie gesagt, von den Lebensmitteln her gab es also auch war es eigentlich auch unmöglich, sich vegetarisch zu ernähren. Also was hätte man da groß auch sonst noch opfern können? Und es war eben auch so, dass es keine Privatsphäre gab. Ja, also man hat den Raum mit mehreren geteilt und es war durchaus, also ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, würdet ihr den Altar aufmachen vor Leuten, die gar nichts mit Krishna zu tun haben und Vergehen begehen würden? Ich glaube, da würde man sagen, bevor da Vergehen entstehen, verberge ich das lieber. Und deshalb, also ich gehe davon aus, dass er nicht öffentlich Puja gemacht hat. Aus Respekt vor Giridhari und dass seine Seva eben dann, wie ja auch Vamana das sagte, du kannst auch den Boden der Küche fegen. Ja, das ist auch Seva. Mach dir keine Sorgen, wenn du dich ja jetzt nicht irgendwie hinsetzen kannst und meditieren kannst oder so. Ist die Frage danke, beantwortet? Ja, okay. Ja, danke, Hare Krishna. Ja. Dann haben wir die Martina. Martina, du hattest, glaube ich, auch eine interessante Frage. Mhm. Ja, Haribol, schön, vielen Dank. Es war eine ganz schöne Präsentation. Ja, mich hatte nur interessiert, warum Swami Bonn ihn denn eingeweiht hat, weil es war ja eigentlich Swami Sadananda, sein Guru die ganze Zeit. Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sehr viel mit der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu tun. Mit Etikette auch, ne? Ja, das auch. Also es ist zum einen, rein äußerlich ist es so, dass Swami Bonn der ältere Gottbruder ist.
und damit die Autorität ist. Und derjenige ja auch war, der durch den Sadananda überhaupt in Kontakt kam mit Bhakti. Also das ist erstmal eine reine Respektsache. Normalerweise ist es auch so, solange der eigene Guru noch da ist, weiht man ja selbst nicht ein. Und ich denke, in der Situation war sozusagen Swami Bon, die von der Autorität höher stehend. Es hat aber auch etwas zu tun damit, mit der Art und Weise, wie Sadananda Vamanadas unterwiesen hat. Also man er schreibt auch, ich weiß nicht, ob im Bhakta-Buch oder im Tagebuch, dass er ihn mehrmals gebeten hat um Einweihung im Lager. Und Sadananda hat immer abgelehnt. Und ich kann da nur spekulieren, deshalb also mit Vorsicht zu genießen, was ich jetzt sage. Ich weiß eben aus den Tagebüchern, Briefen und so weiter, dass Walter Eidlitz, der war eben sehr theosophisch, esoterisch angehaucht, als er nach Indien kam und war ja dann auch erst bei einem Advaita-Guru, also einem, der die monistische Lehre vertritt. Und es ging ihm nur darum, dass er erfährt, wer in seinem früheren Leben war, welche früheren Inkarnationen er hatte. Und er wollte und ist dann tatsächlich, hat von dem Sri Maharaj tatsächlich auch die Brahma Gayatri gekriegt. Also er wurde da ins Gayatri-Mantra eingeweiht und war sozusagen offiziell schon Brahmane, als er dann ins Lager kam und verband damit eben auch einen gewissen Stolz. Und Sadananda hat ihm immer wieder versucht, ihm nahezubringen, was es bedeutet, diese Sehnsucht, also wie wichtig ist diese Begier, diese Lobha zu haben, dienen zu dürfen, weil das wirklich wie ein läuterndes Feuer ist, was die eigenen Motive angeht. Und war immer jemand, der sich zurückgezogen hat, um noch mehr Spannung, innere Spannung zu erzeugen und sodass die Leute, die wirklich wollten, blieben und die was anderes wollten, gingen. So. Ja, also, und ja, das war sozusagen die innere Stimmung. Ja. Danke, gerne. Okay, dann sehe ich. Dann haben wir hier noch den Prahlad Das. Er stellt auch eine interessante Frage. Da geht es um eine Geschichte. Prahlad, kannst du ins Mikro sprechen oder ist das schwierig? Ja, kann ich. Radi, Radi, Klikanti, Dasi. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass, ich weiß nicht, im Bhakti-Buch oder ob es ein Brief war, die Geschichte von der Katze, die sich im Stacheldraht verfangen hatte und die Hilflosigkeit von Vamanadas, was er machen sollte und die Empfehlung, die Sadananda Swami dann gegeben hatte. Ja, das war im Lager, im Internierungslager. Dort, genau, die Katze war irgendwie verletzt und musste dann totgeschlagen werden, weil sie nicht zu retten war. Und Sadananda und Walter Eidlitz erzählt dann eben, ich stand daneben, wusste nicht, was ich machen sollte, war ganz hilflos und dachte, hätte ich jetzt irgendwas tun sollen und hätte ich den Mahamantra der Katze ins Ohr sprechen sollen oder nicht. Und Sadananda sagte, dann, ich weiß jetzt nicht mehr 100%, aber er sagte dann, er hätte ihr den Narasingha-Mantra ins Ohr sprechen können. Das wäre also eine Möglichkeit gewesen, statt einfach nur wegzulaufen und mit schlechtem Gewissen. Also das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und genau, also aber... ja, also das kennen wir vielleicht, wenn so ein Insekt da so... Ich hatte das auch mal auf der Fensterbank, so ein Insekt, das, wo man wusste, das wird nichts mehr. Nicht, ne? Mehr, ja, ja. Und dann fragt man sich auch, soll man das da verenden lassen? Kann man machen? Es ist dann auch, man kann sagen, es ist das Karma. Wenn man es jetzt beendet, muss vielleicht dieses Lebewesen nochmal zur Welt kommen, um dieses Leid dann zu Ende zu bringen, zu Ende zu erfahren. So eine Situation hatte ich schon mal, aber ich hatte auch mal die Situation, habe ich gedacht, das beende ich jetzt, aber Hare Krishna, Hare Krishna. Und dann habe ich das, ich weiß nicht, ob ihr alle auch mal so eine Situation gehabt habt, aber man kann das gut nachvollziehen, was da, wovon da gerade die Rede war. Ja. Darf ich da kurz was ergänzen zu? Gerne, ja. Ja, es ging halt darum, also es war dieses Om Namo Bhagavate Narasingha, ja. Om Akhyana Tiri, man hat ja diesen Mantra.
Und der Fokus war da halt auch, dass es nicht darum geht, den Körper zu retten, sondern diese Narasingha-Mantra beschützt den Atma sozusagen, dass man da den Fokus hat, es geht nicht darum, die Katze zu retten, sondern den Fokus der Katze zu legen, du bist ein Atma. Und dass das Geschenk geht, damit rettet man die Katze oder den Atma. Ne? Ja. Nicht zu gucken, oh Gott, was kann ich für die Katze tun in so einem Ding, sondern dass da der Segen ist, dass man der Hülle den Narasingha-Mantra einflüstert, sozusagen, damit sich die Seele erinnert, ich gebe jetzt meinen Körper auf und gehe in meine wahre Natur des Atmas ein. Und dass dafür halt Narasingha da ist, dass er weniger für die Erhaltung des Körpers, sondern den Schutz des Atmas in dem Körper ist. Genau. Genau. Sehr gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Ja, Kalakanti Devi, ich bedanke mich auch schon mal ganz herzlich. Ich schaue hier mal auf die Uhr. Ja, ich glaube, wir haben eine gute Uhrzeit erwischt, um geschmeidig aus dieser Folge herauszugehen. Und ja, also ich hatte erst gedacht, dass das die finale Folge wird, aber wie das so ist, manchmal machen das große, wie nennt man das so, Künstler, die kündigen ihre letzte Tournee an und alle gehen zu dem Konzert und dann stellt sich heraus, nein, es kommt noch eine Tournee. Und ich habe erst gestern gedacht, ja, selbst wenn es sich nicht so bewahrheitet, dass das die letzte Folge ist, macht ja nichts, dann machen wir es so wie die großen Popstars. Wir kündigen eine weitere Tournee an, ein weiteres Konzert. Wir wollen natürlich wissen, wie es weitergeht mit Sadananda Swami und auch, du sprachst von deiner Guru Devi, das würde mich auch ein bisschen interessieren, mich persönlich. Das ist gerade auch in der ISKCON gerade ein Thema. Können überhaupt Frauen auch offiziell spirituelle Meister sein? Und ja, ich glaube, da triffst du dann auch ein bisschen den Zeitgeist, den Nerv des Zeitgeistes. Prima. Ja, ich würde sagen, auch vielen Dank an alle, die heute live mit dabei gewesen sind. Und falls, ich spreche jetzt zur YouTube-schauenden Nachwelt, falls ihr auch live dabei sein wollt, in der Videobeschreibung findet ihr die Zugangsmöglichkeit ganz, ganz einfach. Und wir werden irgendwann in den nächsten Wochen dann hier die nächste Folge bringen über das Leben des ersten deutschen Vaishnavas. Klingt so ein bisschen lustig, aber ja, es ist irgendwie schon sehr, sehr interessant und historisch, von einem deutschen Vaishnava zu hören aus einer Zeitepoche, wo es eben noch keine Hippies gab und keine Rainbow-Freaks oder wie man sie alle nennt, sondern aus einer ganz anderen Zeit, wo schon dort Menschen, auch aus Deutschland, es war eben hier in diesem Fall nur einer, aber immerhin, sich dem Vaishnavatum so auch beherzt zugewendet hat. Ja, wir können ja zum Schluss, ich habe hier meine Ukulele nochmal mit dabei, wir können ja nochmal alle zusammen einmal den Hare Krishna Mahamantra chanten und eine Ankündigung noch übermorgen, also am Sonntag, haben wir hier den Govinda Dev aus Simhachalam zu Gast. Frage mich immer, nenne ich ihn den Brahmana unter den Künstlern oder den Künstler unter den Brahmanas? Haben wir hier eine weitere Folge und werden über das Leben nicht von Swami Sadananda Das, sondern wieder direkt ins Bhagavatam über das Ableben oder genauer gesagt über das Verscheiden von Großvater Bhishma hören. Ja, dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Kalakanti Devi, nochmal vielen Dank für deine schöne Präsentation und dann freuen wir uns auf ein nächstes Mal. Und ja, ich singe einmal vor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.
Rama Rama, Hari Hari, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.